Salut Bissom, was hast du im Schild à côté de la plaque erschien am nördlichen Hang von der Wienstrasse? Und zwar in Morle, bei der Rahwallenschnacke oder noch schlimmer, bei der Säukevel. Ihr habt sicher schon gemerkt, Spitznamen sind nicht öfters reizend. Das ist schlicht zu verstehen, wenn man weiss, dass es öfters die Einwohner von den Dörfern nebendran sind, wie die Namen erfingen. Mittels im Dorf befindet sich das ehemalige Nachtzentrum von Morle, und zwar der Käufusplatz, genannt nach dem Zollhaus, wie hier gestanden ist. Früher ist auf dem Platz eine Brunne und ein Kreierdenkmal gegangen. Vielleicht hört man heute noch in der Morlemer Straße die Geschichte von dem französischen König Karl X., der letzte Bourbon, wie im Jahr 1828 im Rahmen einer offiziellen Reise im Elsass einen kleinen Halt in Morle gemacht hat. Für Elsasser Wien zu kosten? Ganz bestimmt. Rave gibt es in Morle schon eben 1500 Jahre und die erste elsassische Weinbauerfamilie stammt aus Morle. Sie betreiben alles noch Weinbau und in Russ steht alles noch da. Das Moosbauerhaus. Man erzählt, dass im 30-jährigen Krieg die Frauen vom Dorf ihr Leben gerettet haben, indem sie die schwedischen Soldaten den Pinot Noir Rosé Vorläufe haben lassen, wie eben heute noch die Spezialität vom Weinkeller Moosbauer ist. In Morle gibt es natürlich viele andere anerkannte Weinhändler, so wie der Arthur Metz oder der Romain Fritsch, wie enger anderem der famose Edelwein Steinklotz herstellt. Wenn ihr Lust habt, Elsass von Freyr zu erleben mit seinen Trachten und seiner legendären Art zu feiern, verpasst nicht die Hochzeit von Ami Fritz, wie jedes Jahr am 14. und 15. August stattfindet. Nächstes Mal nehme ich wieder mit, für ein anderes spannendes Geschichtchen zu entdecken. Halt deine Güte!